Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. In diesem Video werde ich euch ein paar Tipps und Tricks zeigen und erklären, wie man möglichst schnell möglichst großen Verbesserungsfortschritt machen kann. Zum einen, was das Aim betrifft und dann eben halt auch noch ein bisschen, was das Editieren betrifft. Ich glaube, beim Editieren wissen es schon viele, aber beim Aim gibt es noch mal ein paar Zusatztipps. Als allererstes werde ich jetzt mal in Kreativmodus gehen und dort habe ich schon mal eine kleine Map für euch vorbereitet. Wir sehen uns dann dort gleich wieder, wenn ich in der Kreativmodus bin. Leider ist es gerade ein bisschen verbuggt, dass wenn man einmal schon hier rauf geguckt hat, dass man hier nicht mehr Favoriten sieht. Das heißt, man muss den Code eingeben. Auf jeden Fall für die Map ist der Code 3814-2918-8889. Muss ich einmal auf Involvieren gehen und dann dauert es ein bisschen, bis der hier es lädt. Gleich sollte ich drin sein. Und auf jeden Fall ist die Map in zwei Teile gesplittet. Zum einen in den Part Edit Part und in den Aim Part. Wie ihr es gerade auch seht, ich spiele Stretch, damit Stretch sind gerade bei AK, so im Nahkampf, hat man deutlich besseres Aim und man trifft einfach ein bisschen mehr. Jetzt kann man sich entscheiden, hier macht man erst den Edit-Parcours oder den Aim-Parcours. Ich beginne mal mit dem Aim-Parcours. Ja, auf jeden Fall muss man eigentlich fast gar nicht nachladen hierbei. Aber man hat hier dann immer Double Deagle, so abwechselnd. Sollte warten am besten, bis das Fadenkreuz zu ist, damit man wirklich nicht nachladen muss, weil das genau 14 Objekte sind. Man muss dann hier nicht nachladen, aber hier sollte eigentlich ein Gegenstand spawnen, womit man dann die ganzen Sachen hier zerstören sollte. Das ist jetzt allerdings ein bisschen verbuggt. Das heißt, hier muss man das alles erstmal mit der Diegel machen. So. Ich glaube, man muss einmal nachladen, wenn man alles trifft. Schießt immer ein bisschen langsamer, umso kleiner die Objekte sind. Damit ich nicht nachladen muss. Ja, auf jeden Fall kommt man so aus. Dann kann man hier weitergehen. Hat hier vier verschiedene Sniper. Da muss man hier rein. Und dann und da noch einmal schießen. Damit einmal schießen. Und damit einmal schießen, damit man mit allen einmal geschossen hat. Die haben ja eh keinen Unterschied. Hier muss man auch nicht nachladen, sondern kann erstmal das benutzen. Aber tatsächlich, hier muss man dann nachladen. Der Booster funktioniert leider nicht so richtig. Dadurch ist es relativ langsam. Das ist hier leider bei der Map ein kleines bisschen verbuggt. Klar, das ist kein Map-Erbauer-Fehler, sondern Fehler von Fortnite, der leider in älteren Maps so existiert. Kommt man hier die nächsten Waffen. Ja, guck, es löst einfach nicht aus. Muss ja immer hier mal Pump Deagle. Seht ihr, ist relativ entspannt. Dann als nächstes, das funktioniert natürlich, weil es bergab geht. Hier einmal die anderen Deagle und Pump Guns. Kann man hier hochgehen. So, und Fettfinger. Gerade habe ich leider ein bisschen gefettfingert. Das heißt, jetzt wird es höchstwahrscheinlich nicht ausreichen. Ah doch. Für das reicht es auf jeden Fall noch aus. Kommt da noch einmal ein hin. Ja. Auf jeden Fall, zumindest wenn man nicht fettfingert, kommt man mit aus. Hier muss man der Reihenfolge nach alle abschießen. 4, 5, dann 6.
Geht auch darum, zu erkennen, wo Gegner sind, möglichst schnell scopen. Ist besser, als wenn man nur random irgendwo rauf schießt. Und wenn man das ein paar Mal macht, dann wird man auch um einiges schneller. Hier bekommt man jetzt eine Heavy Shotgun, damit man immer hier insgesamt die 14 Blöcke kaputt machen muss. Das im Prinzip so tiltet. Einmal durch. Zack, zack, zack. Gut, dass es gerade nicht geschossen hat. Als nächstes hat man hier eine schallgedämpfte Ska mal wieder und diesmal von oben nach unten. 2, 3, 4. 6, 5, dann 6, 7, 8. Ich bin übelst langsam damit, weil ich das einfach so selten mache. Wo ist die 10? Habe ich ja schon. Und das geht es eben halt auch darum zu erkennen, was habe ich schon abgeschossen und so. Dann ist man hiermit durch. Hier mal runter. Und dann ist man fertig mit dem Teil. So, wenn man das ein paar Mal macht, trainiert man auf jeden Fall extrem das Aiming. Und dann kann man hier auf der anderen Seite. Das Editieren üben. Hier ist auch wirklich alles dabei. Das ist eine wirklich gute Aim- und Edit-Map. Weil sie im Prinzip jede Situation abdeckt, die man eben halt so hauptsächlich haben kann. Hier muss man dann immer die Pyramiden hocheditieren. Und dann das hier aufeditieren. Hier zurückeditieren. Das ist im Prinzip auch so Turtle Fight. Dann immer, wenn man in seinen eigenen Gebäuden ist, alles zurückeditieren, damit man möglichst leicht durch kann. Hier klassisch runtereditieren. Ich denke mal, das sollten die meisten können. Hier steht es auch schon, 90s ziehen. Und zwar gerade, also nicht drei und dann einen Schritt nach vorne. Sie müssen aufpassen mit der Sprungerschöpfung. Ich finde es auch komplett nervig, dass man manchmal nicht durchgehend springen kann. Ist leider einmal gefettfingert. Trotzdem ganz gut durchgekommen. Hier als nächstes Six Layer. A Double Triple Layer. Nein, die sind zum Beispiel auch wirklich wichtig im Raubzugmodus. Hier weiß ich das nicht ganz genau, aber ich gehe mal davon aus, dass man beim ersten zu editieren muss. Hier auf editieren. Warum er das jetzt nicht angenommen hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, hier muss ich noch extrem üben. Den ersten haben wir eben halt im Sprung machen und den zweiten mit möglichst viel Schwung. Hier wieder runter editieren. Hier dann erstmal wieder das einmal hoch editieren. Runter. Zu. Das hier mal auch Hauptbestandteil von Turtle Fights. Im nächsten Turtle rein. Hier einmal durch den Turtle. Zwei Wände aufeditieren. Wieder hoch. Wieder in den nächsten Turtle rein. Das jetzt hier immer so zu editieren. Auf eine Seite aufeditieren. Könnt entweder erstmal so machen und dann so. Oder ihr macht den mal direkt immer rückgängig machen und dann da hoch. So mache ich das. Dann ist jemand um einiges schneller. Und dann ist man hier schon. Und dann muss man jetzt
möglichst schnell. Und das muss ich auch noch extrem üben. Das ist echt schwierig. Als nächstes hier immer so auf, zurück, die Treppe freimachen. Wand aufeditieren. Und dann muss man hier einmal so machen. Also rein umdrehen. Ist auch wichtig, wenn man den Gegner so ein bisschen pushen will. Da muss man hier so immer die Öffnung freimachen. Also so. Hier weiß ich gar nicht genau, was man machen muss. Ich weiß. Also. Wahrscheinlich so ein bisschen eben halt, wenn man durch Fenster geht, tiltet zum Beispiel. Bei denen kann man auch so aufeditieren, das ist ziemlich egal. Ja, auf jeden Fall, das eine Fenster ist ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht genau, was man da aufeditieren soll. Hier klassischer Runter-Editier-Part. Und dann ist man wieder hier unten, kann die Zeit stoppen. Und so kann man auf jeden Fall schon krass das Editieren und Aim üben. Wenn man das ein paar Mal hintereinander macht, dann hat man echt ein wirklich gutes Aim-Training. Und kann dann auch sich zum Beispiel ein Solo gegen Squad rantrauen und dort dann später ordentlich trainieren. Ja, auf jeden Fall, Aim hat eben halt alles, was man so braucht. Also nicht nur Classic Game, sondern auch im Competitive-Bereich, Turteln und so. Und genauso, Aim hat da ja auch alles. Wirklich hat man hier auch so Spielgeschehen. Das heißt, nicht nur irgendwelche Linien mit dem Aim abfahren, sondern auch in der Reihenfolge, wenn man dann so sieht, da kommt der Gegner gerade raus, dann geht er weiter und dann sieht man, oh, da kommt er raus, dass man das eben halt möglichst schnell machen kann. Das ist eben halt auch wirklich gut an dieser Map, dass man so etwas trainieren kann. Und falls ihr noch andere Edited Maps habt, die wirklich ziemlich genauso gut sind, das war jetzt die beste, die ich bisher gefunden habe. Und deshalb wollte ich euch die auf jeden Fall mal vorstellen. Auf jeden Fall könnt ihr Edit Map Vorschläge auch in die Kommentare schreiben. Und dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und teilt auch gerne das Video mit euren Freunden und Verwandten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!